Monaco. Heimat der Reichen, Schönen und Bekloppten. Also diejenigen, die mit über 200 Sachen durch die verwinkelten Hafenstraßen ballern. Logisch, es geht um Formel 1 und das neue offizielle Spiel von Codemasters. Wie immer bei jährlichen Updates geht es vor allem um die Fragen, was hat sich getan und wer braucht's? Im Video zeigen wir die Xbox-Version, die Grafik und Besonderheiten der PC-Version zeigen wir im Technikteil. Hallo, schön dich wiederzusehen. Ich bin ein Renningenieur und hier, um dich an diesem Wochenende zu unterstützen. Eine echte Story erwartet niemand von einem Formel 1-Spiel. Aber zumindest in den ersten Minuten beim neuen Young Drivers-Test versucht Codemasters so etwas wie eine kleine Karrieregeschichte zu erzählen. Dummerweise hört es nach den ersten Minuten auch schon komplett wieder auf. Bei Erfolgen gibt es lediglich ein paar generische Jubelsequenzen. Das eigentlich Spannende einer Formel 1-Karriere findet aber lediglich in spröden Textfenstern statt. Die zugegebenermaßen albernen Interviews aus dem Vorgänger haben die Entwickler ebenso ersatzlos gestrichen wie das Menü im Team Truck. Stattdessen hangeln wir uns jetzt durch diese öde Karrierezentrale. Atmosphäre geht anders. Was aber noch wesentlich schlimmer ist, Codemasters hat den Grand Prix-Modus gestrichen, in dem wir uns im Vorgänger noch unsere Wunschsaison mit Wunschregeln zusammenklöppeln konnten. In F1 2012 bleibt uns lediglich die Wahl zwischen Einzelrennen und Karriere. Diejenigen, die einfach nur die aktuelle Saison ohne den ganzen Karriere-Schnickschnack nachspielen wollen, gucken in den Auspuff. Und das ist unverzeihlich. Aber gut, entscheidend ist schließlich auf dem Asphalt. Und hier ist die auffälligste Neuerung, der neue Kurs in Austin, Texas. Der ist dummerweise weder hübsch noch fahrerisch sonderlich interessant. Gut, dafür können die Entwickler nichts, aber dennoch ist es schade, dass wir nur die Strecken des aktuellen Rennkalenders fahren dürfen. Also zum Beispiel nicht auf dem Nürburgring, der in F1 2011 noch dabei war. Als große Neuerung wurde der eingangs erwähnte Young Drivers Test angekündigt. Eine Art Fahrschule für kommende Racing-Talente, die es auch in der Realität gibt. Was nach einem spannenden und lehrreichen Führerscheintest klingt, entpuppt sich in der Praxis als ebenso simples wie langweiliges Pseudo-Tutorial, das sich ausschließlich an absolute Einsteiger richtet. Und selbst die sind nach den gerade mal 11 Lektionen und Videos nicht wesentlich schlauer als vorher. Die Nummer hätte man sich sparen können. Als Ersatz für den gestrichenen Grand Prix-Modus ist offensichtlich die neue Season Challenge gedacht. Hier absolvieren wir quasi eine verkürzte Saison und bestimmen einen direkten Rivalen. Nico Hülkenberg ist jetzt dein Rivale. Haben wir diesen dreimal geschlagen, bekommen wir sein Cockpit und hangeln uns so nach und nach auf einen Platz in einem Spitzenteam. Die Rennen dauern in diesem Modus nur 5 Runden und richten sich damit vor allem an Einsteiger, die möglichst schnell möglichst viel vom Spiel sehen wollen. Das motiviert ganz ordentlich, ist für uns wegen des festen Regelwerks aber kein adäquater Ersatz für eine frei konfigurierbare Saison. Eine weitere Neuerung ist der Champions-Modus, in dem wir gegen die 6 aktuell fahrenden Weltmeister in vorgefertigten Szenarien antreten. Gib alles und versuch nicht nur zu Sebastian aufzuschließen und ihn zu überholen, sondern dabei auch noch die schnellste Rennrunde zu fahren. Hier duellieren wir uns etwa kurz vor Rennende mit Lewis Hamilton, der im Gegensatz zu uns jedoch schon auf regentauglichen Reifen unterwegs ist. Diese Szenarien sind spannend und eine nette Abwechslung, dummerweise gibt es aber gerade mal 6 Stück davon. Ein echter Mehrwert ist es also nicht. Die für uns signifikanteste Verbesserung ist das neue Wettersystem, das jetzt auch verschiedene Bedingungen für die unterschiedlichen Streckenabschnitte erlaubt. Während es hier in Abschnitt 2 des Kurses von Malaysia noch trocken ist, tröpfelt es in Abschnitt 1 schon leicht. Spätestens jetzt sollten wir über einen Reifenwechsel nachdenken, damit wir nicht irgendwann, so wie hier, mit Slicks auf nasser Fahrbahn unterwegs sind und keine Chance mehr haben. Das neue Wettersystem funktioniert prinzipiell gut und bringt noch mehr Spannung und Taktik ins Rennen. Allerdings passiert uns der Wechsel von perfekter Grip zu unbefahrbar viel zu plötzlich. Nasse Problemstellen sind außerdem kaum zu erkennen. Natürlich haben die Entwickler auch am Fahrverhalten gearbeitet. Wirklich gemerkt haben wir davon allerdings nur wenig. Einzig die Aufhängung reagiert nun einen Tick glaubwürdiger, was vor allem bei einer aggressiven Linienwahl mehr Kontrolle ermöglicht. Auch wenn sich F1 2012 bei ausgeschalteten Fahrhilfen durchaus anspruchsvoll fährt, bleibt es vom schraubengenauen Realismus eines iRacing oder R-Factor nach wie vor weit entfernt.
Wer jedoch keine Hardcore-Simulation erwartet und einfach nur ein paar Formel-1-Runden drehen will, ist bei F1 2012 nach wie vor allerbestens aufgehoben. Hier ballern wir mit aktivierten Fahrhilfen und ohne Schadensmodell und Strafen durch die engen Gassen von Monaco und liefern uns im Sekundentakt spannende Duelle. Das ist kein Stück realistisch, aber definitiv unterhaltsam. Allerdings gibt's auch in dieser Saison immer mal wieder merkwürdige KI-Aussetzer. Dass wir der Konkurrenz beim Qualifying im eigentlich hoffnungslos unterlegenen Marussia um über eine Sekunde davonfahren, darf schlichtweg nicht passieren. Auch wenn sich grafisch nichts Erkennbares gegenüber der Vorsaison geändert hat, ist F1 2012 immer noch ein hübsches Spiel. Vor allem das Geschwindigkeitsgefühl kommt klasse rüber. Auch die detaillierten Wagenmodelle sind nach wie vor sehr schön anzusehen. Die Streckenumgebung zeigt inzwischen jedoch erste Alterserscheinungen. Immer mal wieder reißen uns hampelig animierte Streckenposten oder blockige Servicefahrzeuge aus der eigentlich dichten Rennatmosphäre. Optisches Highlight sind nach wie vor die Regenrennen, die uns die Dramatik solch schwieriger Bedingungen wirklich hautnah miterleben lassen. Wenn uns die aufspritzende Gischt des Vordermannes nahezu komplett die Sicht vernebelt, sind schweißnasse Hände vorprogrammiert. Positiv zu erwähnen sind die niedrigen Hardware-Anforderungen und zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten für PC-Spieler. Leider keine Selbstverständlichkeit im Zeitalter der Multiplattform-Spiele. Auch bei Gamepad- und Lenkrad-Konfiguration erlaubt F1 2012 umfassendste Anpassungen. So gehört sich das. Fehlt noch ein Blick aufs Schadensmodell und was eignet sich dafür besser als ein selbstverständlich geplanter Crash beim Rennen von Spa? Wir stellen fest, Strafsystem und Einzelteile verlieren funktionieren, unsere Reifen scheinen jedoch nicht aus Gummi, sondern aus Titan zu bestehen. Da braucht es offensichtlich härtere Bandagen. Aber zum Glück gibt's hier ja auch die legendäre Eau-Rouge-Kurve, ideal für einen selbstverständlich geplanten Highspeed-Abflug. Are you okay? That looked heavy. Okay, einen Totalschaden hätten wir geschafft. Für einen Frontalcrash mit 200 Sachen sieht unser Flitzer aber noch überraschend manierlich aus. Das geht definitiv kaputter und besser. Trotz aller Kritik, F1 2012 ist ein äußerst kurzweiliges Rennspiel, das vieles richtig macht. Aber dummerweise nichts wirklich besser als der Vorgänger, von der aktuellen Lizenz einmal abgesehen. Die neuen Spielmodi hätte man sich ebenso schenken können wie die Menübearbeitung. Bei wesentlich wichtigeren Dingen wie Fahrverhalten, Schadensmodell, KI oder Regelwerk gab's dagegen nur Detailverbesserungen. Hier fährt die Serie nahezu auf der Stelle. F1 2012 ist ein gutes Rennspiel, aber nur ein mäßiges Update.